Hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Wir zocken noch Skyrim und mit meinem wunderbaren, geilen Kollegen Corgenson, der aber heute leider nicht dabei sein kann, weil er einfach zu erotisch für diese Welt ist. Und ja, jetzt höre ich mal auf, hier Bullshit zu labern und guck mich mal um. Ich muss mich entschuldigen, ich bin in der letzten Folge anscheinend ins DLC-Gebiet gegangen. Das war mir nicht so 100% klar, ich war mir nicht so sicher. Aber Jorgenson hat mir danach geschrieben, als er mir jetzt die Saves gegeben hat, ja, der Herr Jurga ist ins DLC-Gebiet gegangen und ich dachte, oh, da wird's aber Ärger geben. Alter, was ist das? Ah, nein, es ist leider ein Zweihänder, shit. Shit, es ist leider ein Zweihänder. So, erstmal das Soldatenschwert wieder. Und, ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme, gestern kam die zweite Folge raus, das heißt die erste Folge bei mir quasi, die erste richtige. Da gab es ja leider diesen, ja, kleinen Bug, also von YouTube, dass quasi einfach das Video nach 28 Minuten einfach so, ja, aufgehört hat zu laufen und eingefroren ist. Tut mir sehr, sehr leid. Ich hoffe, das kam jetzt in letzter Zeit nicht mehr vor. Das war auf jeden Fall mein Fehler. Und was auch witzig war, ich habe total verdrängt, dass Jorgenson in der Charaktererstellungsfolge gesagt hat, dass wir als Khajiit mit den Klauenangriffen, also mit den Faustangriffen, einfach maximalen Schaden machen. Oder halt sehr, sehr viel Schaden machen. Das habe ich total vergessen und ich hässle mich da in der zweiten Folge übel ab und sterb tausendmal. Ganz, ganz schlimm. Ja, und jetzt sind wir, ich weiß nicht, ob wir jetzt immer noch in der DLC-Welt sind oder ob Jorgenson mittlerweile wieder zurückgegangen ist. Aber ich muss zugeben, ich wollte nach meiner letzten Aufnahme, ich wollte gar nicht mehr abgeben, weil ich das so spannend fand mit dieser Questreihe, mit dieser Mine und so. Ravenrock Mine sind wir anscheinend immer noch, oder? Wir sind, ja doch, doch, wir sind noch in dieser DLC-Welt. Okay, gut. Also, gut mehr oder weniger. Ich find's gut, aber gibt vielleicht, ich weiß nicht, wie Jorgenson jetzt reagiert hat, als er die letzte Folge begonnen hat. Ich weiß nicht, ob der so begeistert war, dass wir jetzt in der DLC-Welt waren. Aber wie gesagt, ich habe halt super Bock hier zu sein, weil ich muss zugeben, ich habe hier richtig, richtig viel Spaß an dem Projekt einfach und es macht richtig Bock und die 40 Minuten sind mittlerweile viel zu schnell vorbei. Und ja, okay, was haben wir denn hier? Aha, er hat jetzt dieses... Okay, er hat jetzt den Helm. Magiker um 50, das ist okay für mich. Ist auch okay für mich. Lederstiefel sind okay für mich. Ja, die Kultistenrobe. Die würde halt super viel Mana bringen. Hat er aber abgelegt für die Highwayman-Mail. Highwayman-Mail? Doch, richtig. Amulett von Thanos. Steigert das Magiker um 20. Steigert das Magiker um 50. Okay, ich verstehe. Ja, der Helm ist halt einfach noch, der bringt auch noch mehr Rüstung und so. Okay, gehe ich mit. Würde ich jetzt mal nicht abändern. Ich weiß nicht, was wir hier tun müssen jetzt. Ich gucke nochmal ganz kurz ins Log. Was hat er hier? Die letzte Einfahrt. Entkomme aus dem blutskalten Hüdelgrab. Und trifft Delfin im Flusswald. Okay, das mache ich jetzt mal weg. Mhm. Geil. Ich habe die sterblichen Überreste von Gratin Cerelius entdeckt. In seinem Beutel habe ich ein altes Tagebuch gefunden, um zu Crescius zurückzukehren. Um zu Crescius zurückkehren zu können, muss ich einen Fluchtweg aus dem Blutskaldenhügelgrab finden. Geil, er hat das hier also gemacht, okay. Ah, bin schon ein bisschen neidisch, weil ich es eigentlich gerne gemacht hätte, aber gut. So ist das Projekt. Was auch immer du da bist, aber du scheinst böse zu sein, habe ich recht? Ach, die ist schon leer. Hat er hier schon geplündert? Zagrisos. Doch, der ist böse. Eis scheint ihn jetzt nicht wirklich zu interessieren. Aber Mana verliere ich irgendwie auch. Doch, Mana verliere ich doch ein bisschen. Okay. Oh, ah, ich muss schwimmen. Okay. Ich glaube, das Vieh tötet mich jetzt einfach, ne? Okay, ich weiß jetzt nicht, warum das nicht zurückschlägt.
Also Eis bringt nicht so viel, Feuer anscheinend vielleicht auch nicht. Mal gucken. Alter, ich mach dem Vieh ja fast keinen Schaden. Aber auch interessant. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, dass sich das Vieh nicht wehrt. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich habe keinen Magiker dabei, ne? Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Okay, warte, wir machen es mal kurz anders. Ich habe ja gelernt aus der zweiten Folge. Oder aus der ersten Folge, die ich bei Jorgenson gesehen habe. Dass der Nahkampfangriff von den Khajiits ja super viel Schaden macht. Davor hat das Vieh jetzt anscheinend Angst. Und damit mache ich auch relativ gut Schaden. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh ist und warum ich es bekämpfe, aber ich mache es einfach. Wird schon irgendein Bossgegner sein, nehme ich mal an. Wehr dich, du Flasche. Okay, warte mal, ich hab wenig Ausdauer. Das scheint echt gut zu funktionieren. Miau. Leichte Rüstung verbessert sich, okay. Ja. Oh, nicer Helm. Cool. Ah, ist schwere Rüstung leider. Oh, 150 Gold. Ich gucke mich jetzt nochmal kurz hier um. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob wir das Vieh wirklich aus dem Weg räumen mussten. Ah, guck mal. Wort der Macht gelernt. Stärke Drachenform. Ja. Ah. Sehr gut. Cool. Gut, dass ich nochmal geguckt habe, sonst wäre ich jetzt fast schon wieder rausgegangen. Ah, das gilt als Helm. Ich verstehe. Aber warte mal. Ich kann das beides gleichzeitig tragen. Da habe ich Rüstung und das Ding. Steigert Magie um 20. Ja gut, steigert Magie um 50. Okay, das ist schon ein Unterschied. Erhöht Blitzresistenz um 50 Punkte und Blitzzauberschaden um 25. Ich behalte den einfach mal. Auch wenn er wahrscheinlich... Also der ist ziemlich viel wert anscheinend. Tja. Ich habe jetzt keine Ahnung. Kam Jorgenson von hier vielleicht? Ich bin so dumm. Nein! Du Arsch! Das Spiel ist abgestürzt! Nein, das ist nicht abgestürzt. Jetzt hat mir jemand was auf Steam geschenkt. Oh, Junge, nicht jetzt. Ach, Mann. Ich bin in der Aufnahme. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Okay, die Aufnahme läuft noch. Okay. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Gratta? Ach so, hier war... Ah, okay. Ich verstehe. Also Jorgenson war hier auf jeden Fall schon mal. Der hat doch anscheinend diese Drauger hier besiegt. Aber von wo ist er denn gekommen? Ah, der kam wahrscheinlich von hier. Okay, ich verstehe. Der kam von hier, nehme ich mal an, ist dann dort bis zur Höhle durchgekommen. Jetzt habe ich das verstanden, okay. Probier mal was. Nee, das ist... Oh Gott, das war ganz sträflich von mir. Das war ganz sträflich von mir zu glauben, dass ich das in einem Rutsch schaffe. Oh Gott.
Ich schieb mir jetzt hier ein bisschen was zu essen rein. Ich hab Hunger. Auf Wildbretkotelett. Mmm, tasty. Mammutkäseschale. Gott. Okay, gut. So, okay, dann wird es wahrscheinlich schon hier rausgehen, nehme ich mal an. Dann waren wir hier schon richtig. So, die Kiste habe ich geplündert, genau. Da drüben ist zwar noch so ein Zauber-Crafting-Table, aber der soll mir jetzt egal sein. Okay. Blotzkahl-Barrow. Und hier soll ich wieder hochkommen? Achso, sah steiler aus, als es jetzt im Endeffekt war. Nach drei gelehrten Bieren beginnt der Ork zu stehen und sagt dem Elf, leb wohl. Ja, niemand konnte es sagen, es war nicht zu erraten, dass einer musste sterben. Okay. Nette Debüt-Single, würde ich jetzt aber so an sich nicht kaufen. Setzt bei einem mächtigen Angriff einen Energiestoß frei, der 30 Schadenspunkte verursacht. Das ist schon nicht schlecht, glaube ich. Bleib lieber bei meinem Soldatenschwert, muss ich ehrlich sein. Ich habe eher Bock auf Einhand. Wo ist eigentlich mein Gefährte? Ja, eine andere Frage. Taschendiebstahl, das ist doch echte Kunst. Man schleicht sich an, holt sich, was man will und geht wieder. Ganz ohne Gewalt. Hört sich eigentlich eher... Was? Ist das aber eine Überraschung? Oh Mann, ey, ich bin der schlechteste Eisschütze, den es gibt. Das war's schon? Mehr habt ihr nicht drauf? Ja! Ja, ist okay. Wieso kann ich nicht weiter zurück, Mann? Okay, was hat er denn dabei? Der hat erstmal Gold dabei. Mhm, nett, nett. Schwert des Beschützers, das sieht geil aus, das nehme ich. Aha, nett. Ja, ich weiß nicht. Ich nehme es mal alles mit, vielleicht kann ich es verkaufen. Verkaufen wäre, glaube ich, eine gute Sache. Aber der hat mir jetzt ziemlich Schaden gemacht. Das tat ein bisschen weh, muss ich zugeben. Speichern nochmal hier. Ich werde euch brennen sehen. Bitte nicht. Sterb, Fremdling! Gut getarnt. Habe ich den getroffen? Ja, und jetzt? Ja, was? Diese Stiefel was werden war das mir denn jetzt? Gut stehen. Okay, das war jetzt irgendwie sehr verwirrend. Okay. Lol. Ich denke, hier wird es noch mehr geben. Ein Stahl-Tanto. Aha. War das jetzt denn seine Einhandwaffe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es hier unten sehr dunkel. Das ist so creepy. Ich könnte hier niemals in diesem Bett schlafen, wenn da einfach so ein Skelett liegt. Lol. So, was haben wir denn hier? Gold, Dietriche. Zwergenrüstung. Eine neue Hand berührt den Stern. What? Hört mich. Hört mich an und gehorcht. Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Mhm. War das jetzt hier eine allgemeine Bahnhofsdurchsage? Bringt meinen Stern zum Berg Kilkreath zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Kann ich vorher den Arbeitsvertrag sehen, bitte? Bringe Meridias Stern zum Berg Kiriliath. Ich habe absolut keine Ahnung, was hier abgeht, Mann. Ich habe geschossen? Oh, ja, sag doch mal was, Mensch. Sich so anzuschleichen ist nicht nett. So, ich probiere es mal mit Feuer.
Burn, Baby, burn. Du kannst gerne mit deinem Pfeil und Bogen auf mich schießen, das stört mich nicht. So, der ist jetzt schön durchgegart. Wunderbar. So. Ah, da geht's raus anscheinend, okay. Hochelfen. Oh je. Oh je, oh je, Mine. Wo komme ich denn hin, wenn ich hier lang gehe? Nach Solstheim. Oh, Gott sei Dank. Hier komme ich erstmal wieder raus anscheinend. Sehr schön. Ach du Scheiße, wo bin ich denn hier? Ist das hier so eine Banditenburg oder was soll das hier darstellen? Ich wusste es. Tu es nicht. Verfluche euch. Ich werde. Das Eis ist ja viel zu mächtig, Bruder, Alter. Alter, wieso? Oh Mann, ich versuche irgendwie immer Headshots zu treffen, aber ich bin irgendwie ziemlich dumm. Und außerdem, na gut, Lebensenergie habe ich nicht mehr erst genug, aber brauche ich mir jetzt eigentlich. Das war's schon? Ha. Nein. Da unten ist ja auch noch einer. Was ist das? Ah, coole Sprüche hier von den Plündern oder von den, wer auch immer das hier sein soll. Ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen möchte. Es riecht wahrscheinlich recht unangenehm, muss ich sagen. Geh erstmal kurz hier oben gucken, ob es hier irgendwas zu looten gibt. Gold wäre eigentlich ganz hübsch, das nehme ich eigentlich immer. Dunmeerkleidung, das nehme ich mal mit. Guck ich mir mal ganz kurz an, was das kann. Dunmeerkleidung, also der Kyra sieht schon fett aus, ne? Gefällt mir eigentlich ganz gut, ne? Aber passt eigentlich nicht so. Magika regeneriert sich 75% schneller. Komm, ich zieh das Ding in Marten. Wo seid ihr? Oh, das sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Fällt mir. Toll, jetzt bin ich irgendwie rausgetappt anscheinend. Ich weiß nicht. Jetzt komme ich nicht. So, jetzt. Ja, ich habe halt keinen Magika mehr. Das ist halt so ein Problem gerade. Mein Magika regeneriert sich halt. Ist nicht so optimopti. Schnell noch eine Truhe knacken. Sehr gut. Magika-Tränke, bitte gib mir Magika. Ah, na gut, okay. Heilungstränke sind auch okay. Gold. Oh. Heldenic Stormcloak-Rüstung. Die sieht ja auch sehr geil aus. Amulett von Zinitar. 10% bessere Preise. Das ist auch schön. Ah, aber ich habe nicht mehr so viel Platz. Ich kann die nicht mitnehmen. Ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Kann ich, ja, ja. Wie komme ich denn hier wieder weg? Ach so, gar nicht. Okay. Dann muss ich hier wieder zurück anscheinend, oder? Ist jetzt sicher weg. Ja, 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 klar. Ich. Oh Gott, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Guck mal, wie schnell ist jetzt mein Magika regeneriert. Das ist jetzt gerade viel nützlicher, gerade weil ich. Dieser Eiszauber, der ist ja super stark. Also, ich habe den gar nicht so stark, habe ich den gar nicht in Erinnerung. So, hier komme ich runter. Okay, ein Heiltrank. Ah, kurzer Präventivschuss. Ah, Gold. Sehr schön. Azura, verfluche euch! Nice. Ich liebe das. Ich liebe es so mit in diesen Zauberkombinationen zu arbeiten. Ist super. Eis und Feuer. Super Kombination. Fällt mir richtig gut. Hier ist niemand mehr, ja? Da oben war ich gerade. Ein paar Stiefelchen. Das ist ein nettes Gemäuer, was die hier bewohnen. Aber wäre mir ein bisschen zu gefährlich, um ehrlich zu sein. Ist mir ein bisschen zu Einsturz gefährdet.
Aber ich glaube, das waren jetzt hier auch schon alle. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Aber ist schon echt hübsch gemacht hier, muss ich sagen. Gefällt mir. Wohnen würde ich hier, wie gesagt, aber nicht. Das wäre mir ein bisschen... Ah, ja, guck dich mal diesen Himmel an, diese Farben. Ey, das sieht ja mega geil aus. So, okay, ich glaube, die Gefahr ist weitestgehend gebannt. Ist hier irgendwie noch was? Das nehme ich mal mit, sieht wichtig aus. So, die beste Frage ist jetzt aber, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Ich habe absolut keine Ahnung. Blotskull Barrow, okay, das ist jetzt abgeschlossen. Gib mir mal die Weltkarte. Wo war denn der Startpunkt? Ah, hier ist der Startpunkt. Okay, also ich muss nach Süden. So, kann ich ja schnell reisen hier, das geht ja. Der Ort ist ja schon entdeckt. Jetzt gehen wir wieder zu diesem Cerelius zurück. Wie? Habt ihr noch nie eine Redoran-Wache gesehen? Doch, aber Typ mit deiner Rüstung habe ich gerade angegriffen. Meine ich gerade, irgendwie. So. Wo war denn das? Diese Tempel da hier, ne? Hier müsste der doch gewesen sein. Da drin war das doch, glaube ich, ne? Die Raven Rock Mine. Ich weiß nicht, vielleicht wäre ich auch schneller gewesen, wenn ich einfach die andere Richtung wieder zurückgegangen wäre in der Höhle, aber gut, wahrscheinlich nicht. Wo ist der denn jetzt? Ist der nicht mehr hier? Ich muss vor allem noch einen Händler finden. Wo ist denn der alte Sack jetzt? Mist. Okay, anscheinend muss ich doch nochmal wieder raus hier. Na gut, der wohnt ja nicht hier, nur weil das hier eine Mine ist, also. Wahrscheinlich wird er draußen arbeiten. Ich trinke mal kurz. Schöner kalter O-Saft. Herrlich. Ach, warte mal, na, ich bin so dumm, ne? Man sollte auch mal der Questmarkierung folgen, wenn man schon eine zur Verfügung hat. Ach, oh, ich bin so blöd. Oh Gott. Ich verstehe nicht, warum ihr Treskios anschauen müsst. Dann sagt mir doch bitte, was ihr herausgefunden habt. Ihr hattet die ganze Zeit recht. Lasst mich mal sehen. Ha, wusste ich's doch. Gratian starb gar nicht durch einen Steinschlag. Das war nur ein Märchen, um die Leute von den Gräbern fernzuhalten. Jetzt, da ich sein Tagebuch habe, kann ich die Sache mit der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft zu einem Ende bringen. Sie werden für ihre Lügen bezahlen. Ja, viel Glück. Ich danke euch. Ich glaube, ich schulde euch für all eure Arbeit ein bisschen mehr als nur Dankbarkeit. Hier, es ist zwar nicht viel, aber das Beste, was ein alter Bergmann im Ruhestand tun kann. Oh, 400 Gold, immerhin. Okay, ja, mehr will ich jetzt erstmal nicht mitmachen. Durch meine Fort. Ich muss mich für Preskios entschuldigen. In der letzten Zeit war er einfach nicht er selbst. Was ist das für ein Kamerawinkel gerade gewesen? Das ist, holy shit. Seid vorsichtig da draußen. Ja, okay. Was bist du eigentlich? Wie fühlt ihr euch? Du bist ein dunkler Elf. Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Sick of it. Okay. Ja, dann gucken wir jetzt mal ins Tagebuch, beziehungsweise ins Log, was wir jetzt noch haben. Lerne das verborgene Wissen des Schwarzen Buches. Ich habe das Schwarze Buch namens Winterveränderung gelesen und fand mich im Hermeus Moras Reich Apokrypta wieder. Ich sollte das hier verborgene Wissen enthüllen und das Buch erneut lesen, um zu entkommen. Okay, das ist keine Ahnung. Bringe Meridias Stein zum Berg Kilkret. Ich habe einen seltsamen Edelstein gefunden. Eine übernatürliche Stimme befiehlt mir, ihn zum Berg Kilkret zu bringen. Okay. Warte mal. War Jorgenson schon bei diesem Tempel? Nee. Suche den Tempel von Mirak auf. Hier, das hier. Ah, okay. Der ist hier. Da müssen wir halt hinlaufen, ne? Aber das ist ja nicht so schlimm. Okay, der ist dort, der Tempel.
Okay. Was haben wir noch? Was vielleicht auf dem Weg liegt, irgendeine Aufgabe? Was ist das denn? Was ist das denn hier für eine Quest? Wo ist denn dieser Berg Kielkret? Ist der überhaupt hier auf der Insel? Da geht's nach Himmelsrand zurück. Ah. Also irgendwie ist der hier aber nicht markiert. Weiter rauszoomen kann ich aber nicht. Okay, was es damit auf sich hat, weiß ich jetzt nicht. Aber gut, nicht schlimm. Ich suche jetzt erstmal einen Händler auf. Ach so, jetzt bin ich überladen, ne? Oh Mann. Ich bin jetzt echt überladen, ne? Shit, jetzt habe ich 311, weil die mir so viel Gold gegeben hat. Fuck. Okay, ich sortiere mal kurz nach Wert. Ah ne, ich Idiot. Wert. Ah, die Drachenknochen. Ich weiß nicht, was wir mit denen machen können. Also ich würde die halt auch verkaufen im Zweifel, aber... Dieser Schädel der Korruption. Tja. Ich würde den eigentlich auch verkaufen, um ehrlich zu sein. Was haben wir denn, was richtig viel wiegt? Was hat denn richtig viel Gewicht? Diese komische Zwergenrüstung. Aber die kostet halt auch. Wobei, das Ding würde ich auch verkaufen, bringt viel Geld. Ah, ich muss nur irgendwie 11 Gewicht loswerden. Nee. Okay, pass auf. Kann ich das irgendwie fallen lassen mit R? Schuhe ziehe ich mal über die Lederstiefel wieder an. Jetzt müssen wir 3 Gewicht loswerden. Oh Gott, das auf gar keinen Fall. Aber ganz ehrlich, da können wir auch die Kultistenrobe tragen. Das hat exakt dieselben Werte. Außer, dass das Ding ein geringeres Gewicht hat. Also ziehe ich mal das lieber an und das verkaufe ich. Es ist auch schwere Rüstung. Es tut mir eigentlich so weh. Aber ich sammle es gleich wieder ein. Ich muss nur schnell einen Händler finden. Wieso sind gerade keine Händler da? Welche Zeit haben wir denn? Ach, es ist morgens um 7. Okay, warte ich mal kurz. 4 Stunden. Ja, jetzt sind wir auch Händler wieder da. Hier ist viel mehr los, seit sich das Blatt gewendet hat. Vielleicht bleibe ich doch noch ein Weilchen. Werft einen Blick darauf. Mich interessiert eigentlich erstmal nur dein Gold und du hast 1500, das ist sehr gut. Hast du irgendwelche tollen Waffen, die ich bräuchte? Irgendwelche tollen Rüstungen, die ich... Veränderungszauber, Bögen... Nö. So, jetzt verkaufe ich erstmal hier. Das Ding behalte ich mal noch. Das ist, glaube ich, eine Special Weapon. Die würde ich jetzt erstmal nur ungern hergeben. Schwert des Beschützes behalte ich. Das sieht fast schon besser aus als mein aktuelles Schwert. Ich finde beide nice. Ich behalte beide mal. Das Ding, ach, ich weiß nicht. Ich würde es ehrlich gesagt lieber verkaufen wollen. Ein Feuerstoß, der 25 Schadenpunkte verursacht. Ah, behalte ich auch mal. Stab der Funken behalte ich mal. Gut, der Dolch kann, glaube ich, weg. Ja, da haben wir eine kleine Auswahl hier, da kann sich Jorgensen auch mal ein bisschen bedienen. 10% bessere Preise, das Amulett sollte ich vielleicht jetzt anlegen, ne? Warte mal, das lege ich jetzt. Das müssen wir anlegen, bevor wir eigentlich handeln, ich Idiot. Das habe ich jetzt... Vorräte braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet. Warte mal, jetzt sammle ich die beiden Dinger da drüben nochmal schnell ein und verkaufe die auch direkt. Und dann kann ich nochmal ein bisschen Gold machen. So. Wo ist denn der jetzt hin? Ach so, das ist jetzt hier, ich Idiot. Tja, womit kann ich dienen? Hier gibt's alles, von Tränken bis zu Mistgabeln. Oh nein, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Wenn ihr was kaufen wollt, will ich was verkaufen. Werft einen Blick darauf. So, jetzt erstmal entmisten hier. Diadem der Magiker. Aber wir haben hier eins, was halt... was ich nicht trage, witzigerweise. Ich weiß nicht, ob wir das Teil hier gebrauchen können. Das bringt erstmal Geld. Ich würde es erstmal verkaufen, weil es ist auch schwere Rüstung. Das kann weg. Den behalte ich mal noch. Das hier kann weg.
Weg, weg, weg. Behalten, behalten. 122 bringt mir das Ding hier. Und das würde mir nur 28 bringen, aber die haben dieselben Werte. Pass auf, dann verkaufe ich die Kultistenrobe und ziehe die Dunmeer-Kleidung an. Das behalten wir, das behalten wir. Achso, warte mal. 18, 20, nee, komm, dann kann das hier eigentlich auch weg. So, jetzt haben wir schon ordentlich Geld gemacht. Das ist schon nicht schlecht. Okay, das wiegt halt alles nicht so sehr. Dietrich haben wir zum Glück einige. Ja, diese Barren sind halt... Naja, komm. Steigern wir mal die... Oh nein, jetzt habe ich... Nein, ich Idiot, jetzt habe ich einen Questgegenstand verkauft, ne? Oder? Mächtiger Seelenstein? Nee, das ist jetzt zu teuer. Ich weiß nicht, der... Ach, scheiße. Ich kann es nicht rückgängig machen, ne? Was haben wir denn jetzt verkauft? Aber nicht diesen Questgegenstandstein, ne? Ich glaube, Questgegenstände kann man auch gar nicht verticken, oder? Jetzt bin ich mir nicht so sicher, fuck. Scheiße. Auf jeden Fall haben wir den jetzt richtig arm gemacht. Wenn ihr vor... Ich suche keine Vorräte nicht. So. Was mir mal auffällt, wir haben gar keine Hose, oder? Braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet. Doch, eine Hose haben wir tatsächlich. Ist die Frage, das Schwert ist... Ah, das sieht eigentlich... Oh, das sieht so cool aus. Yo, ey, das sieht ja super geil aus. Ich habe diese besonderen Gifte, die ihr bestellt hattet. Warum sprecht ihr nicht noch lauter, damit es die ganze Stadt mitbekommt? Ich arbeite mitkommt, für Mongol. Idiot. Wenn ihr ein Problem habt, sprecht sie mir einfach und setzt sie mir auf meine... Warte mal, aber kann ich diese eine... Das tut mir leid, das muss ich jetzt kurz checken. Bringt Meridias Stern zum Berg. Ich habe einen seltsamen Edelstein gefunden. Okay. Gut. Wo auch immer das sein mag. Zum Berg Kilkreat. Naja. Suche den Tempel von Mirak auf. Komm, das machen wir jetzt mal. Was eure Rechnung angeht, es sind schon ein paar Monate. Ich habe gesagt, ihr sollt es auf meine Rechnung setzen. Ich glaube, da ist der Ausgang, oder? Oder ist da der Ausgang? Was ist das denn hier? Tempel. Ich gehe da einfach mal rein. Ist zwar nicht das, wo ich hier rein muss, aber ich gehe einfach mal rein. Mal gucken, was hier so ist. Hm? Tempel Askenstral Toms. Schlüssel erforderlich, okay. Hm. Okay, nee, komm, das... Ich will mich jetzt hier nicht mit Nichtigkeiten aufhalten. Wie komme ich denn hier wieder raus? Hier ist ein... Das sieht aus wie ein Ausgang aus der Stadt. Was ist da denn los? Ah, ein Kampf! Oh, das Schwert ist mega. Viehzeug. Sieht gefährlich aus. Einfach aufgelöst, Bruder. Oh shit. Oh shit, Mama. Ich weiß nicht, die sehen stark aus, oder? Yo. Zauber. Zauber! Oh. Sprich mit dem Hauptmann.
Ja, moin. Danke. Ich war nicht sicher, diesen Hof lebend wieder verlassen zu können. Ich wünschte, ich könnte dasselbe über meinen Kameraden hier sagen. Hm. Was waren das für Dinger? Einige Mitglieder der Redoran-Wache nennen sie die Aschenbrut. Es kümmert mich nicht, wie sie heißen. Ich weiß nur, dass sie eine Gefahr für Rabenfels darstellen und aufgehalten werden müssen. Wer hat euch das zu diesem alten Hof? Wer hat euch zu diesem alten Hof geführt? Ich wollte nach Hinweisen auf ihre Herkunft suchen. Mir ist klar, dass das nicht gerade der beste Ausgangspunkt ist, aber wir wissen, dass sie aus dieser Richtung kamen. Okay. Ich könnte euch helfen, aber das hat seinen Preis. Vermutlich könnte ich den Ratsherrn dazu überreden, euch zu bezahlen. Und ich könnte ein zusätzliches Paar Hände gebrauchen. Außerdem möchte ich weder Rabenfels im Stich lassen, noch weitere Redoran-Wachen verlieren. Sehr gut, wo fange ich an? Die Aschenbrut überfiel uns hinterrücks, als wir gerade den Hof durchsuchten. Seht euch um, vielleicht findet ihr ja etwas Nützliches. Kennt jemand namens Mirak? Vielleicht ja, oder vielleicht nein. Ich kann mich nicht erinnern. Sagt mir einfach, ob ihr ihn kennt. Das kann ich nicht. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ich glaube, er hatte vielleicht etwas mit einem Tempel zu tun. Einem Tempel hier auf der Insel. Hilft das? Okay. Meldet euch bei mir, wenn ihr etwas Ungewöhnliches findet. Ja, mal sehen. Ich laufe eigentlich, glaube ich, gerade in die komplett falsche Richtung. Ne? Ja, naja. Wenn ich etwas Ungewöhnliches finde. Dramawurzel. Drama Queen. Na gut. Kann man vielleicht später noch machen. Eigentlich suche ich hier einen Weg weg. Das sieht ja auch spannend aus da hinten. Ich glaube, wenn ich hier lang gehe, dann komme ich in die richtige Richtung, ne? Aschehüpfer. Zum Glück hüpft er nicht. Boah, das Eisding ist ja mega mächtig. Also dieser Eiszauber ist verdammt mächtig. Ekelhaft. Ich will diese Markierung eigentlich entfernen, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, wie ich das entfernen kann, ich Idiot. Bin nicht so mit der Steuerung vertraut. So, jetzt. Okay, wir bewegen uns jetzt mal auf diesen auf die Markierung zu diesem Tempel, mal in die Richtung, ne? Das wird schon auch in Jorgensons Interesse sein. Diese Steine hier, ne? Diese Fünfecke, ich weiß nicht, wie man die gerade nennt. Pentagramme? Nee. Doch, das sind, glaube ich, Pentagrammformen, oder? Die erinnern mich extrem an Elex. In Elex, in Ignadon gibt es auch solche förmigen Felsen. So, als ob die per Hand oder aus durch Hand geformt sind. Alter, was für ekelhafte Viecher, Mann. Das ist echt eine interessante Welt hier. Ziemlich wild. Okay, das darf Jorgenson machen. ich würde sagen, meine Zeit ist um. Jorgenson darf an exakt dieser Stelle weitermachen. Der wird das schon hinkriegen, ich bin mir ziemlich sicher. Und dann würde ich sagen, seht morgen 20 Uhr bei Jorgenson rein, wenn es wieder heißt, wir zocken noch Skyrim. Bleibt gesund, haut rein, macht's gut und ciao.